KI-Kompetenz. Also Kompetenz im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und ich will ergänzen, und warum ist das eine merkwürdige Forderung? Zunächst einmal, aktuell wird überall Land auf, Land ab und nicht nur hier KI-Kompetenz gefordert. Also Schülerinnen und Schüler, ja eigentlich wir alle, müssen künftig über KI-Kompetenz verfügen. Und das hat im Wesentlichen etwas damit zu tun mit dem Hype um ChatGPT von OpenAI, ein textgenerierender Chatbot, der im Jahr 2022, im Ende November, veröffentlicht wurde, öffentlichkeitswirksam veröffentlicht wurde und seitdem die Diskussion um künstliche Intelligenz, KI, angefacht hat. Und also wenn Sie das noch nicht kennen, es gibt ein paar weitere Videos in dieser Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Da erkläre ich, was ChatGPT ist und es gibt auch ein weiteres Video, da erkläre ich, welche Bedeutung künstliche Intelligenz für Gesellschaft und entsprechend für das Bildungssystem haben kann. In diesem Video geht es aber um KI-Kompetenzen und nach diesem KI-Hype möchte ich es fast schon nennen, also nämlich, es ist ja im Prinzip keine neue Entwicklung, mit der wir es da zu tun haben, für all diejenigen, die sich schon länger mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning, mit neuronalen Netzen und diesen Dingen beschäftigt haben, war das eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung. Aber was insofern besonders ist, damit wurde der Öffentlichkeit nochmal deutlich und bewusst, was KI, und jetzt in diesem speziellen Fall textgenerierende KI bzw. bildgenerierende KI, bestimmt haben Sie den Papst im Daunenmantel auch schon gesehen, was damit alles möglich ist und was das entsprechend für uns, und damit wurde greifbar und fühlbar, welche Auswirkungen das für unsere Gesellschaft auch haben könnte. Und seit der Zeit werden KI-Kompetenzen gefordert. Und erstmal liegt es ja nahe, ich meine, wenn eine Sache derart ja in die Gesellschaft, in unser Miteinander hineingreifen kann, dann ist das natürlich erstmal etwas, was durchaus auch einiges an Wissen, Hintergrundwissen erfordert. Und wenn Sie meine anderen Videos kennen, dann sage ich das auch immer, dass genau das erforderlich ist. Wir müssen wissen, womit haben wir es zu tun. Wir müssen verstehen auch, wie funktionieren die Medien, wie funktioniert die Technik, die dahinterliegende, mit denen wir es zu tun haben. Und dann können wir entsprechend urteilen, entscheiden, ob wir beispielsweise die Technik nutzen wollen, in welcher Form wir sie nutzen wollen und so weiter. Insofern klingt es vielleicht für Sie etwas irreführend, wenn ich sage, ich hinterfrage, ob KI-Kompetenzen notwendig sind. Und deswegen erkläre ich das hier. Wenn wir uns nämlich den Kompetenzbegriff mal genauer anschauen, also um ihn erstmal abzugrenzen in Bezug auf Qualifikation, also einem etwas älteren Begriff, oder auch Performance, dann weist Kompetenz erst einmal darauf hin, auf Fertigkeiten, Fähigkeiten, das können Sie bei Klafki auch nachlesen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, über die ein Mensch verfügen muss, um bestimmte Aspekte bewältigen zu können. Das heißt also, Kompetenzen, jetzt stark zusammengefasst, da könnte man ein eigenes Video, mindestens ein eigenes Video dazu machen, aber an dieser Stelle ganz stark zusammengefasst, Kompetenzen verweisen auf menschliche Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit einer bestimmten Sache. Und wenn jetzt KI-Kompetenzen gefordert sind, dann heißt das, dass wir Menschen über bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen sollen im Umgang mit einer künstlichen Intelligenz, jetzt im Beispiel mit einer textgenerierenden KI, wie zum Beispiel ChatGPT. Und ich frage mich in dem Zusammenhang, inwiefern können wir überhaupt Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln, wenn wir ein Gegenüber haben, das wir gar nicht so richtig einschätzen können.
Denn nämlich, das ist genau das Problem, wenn wir es mit KI zu tun haben, jetzt in diesem Fall bleiben wir mal ruhig bei dem Beispiel textgenerierende Systeme, sogenannte Large Language Modelle, die aus einem großen Datenbestand bestehen, den man zusammengeführt hat, und die, also eine KI, die sozusagen mit, kann man etwa vergleichen mit Clusteranalysen, also mit logischen Verknüpfungen aus diesem unglaublich großen Datenbestand etwas mehr oder weniger Sinnvolles generiert. Wenn Sie mal ChatGPT probiert haben, haben Sie ganz bestimmt. Und wenn Sie gesehen haben, da kommt schon einiges Sinnvolles zustande. Es ist wirklich erstaunlich, was diese textgenerierende KI leistet. Bei bildgenerierender KI ähnlich, ne? Kleine Schwierigkeiten gibt es da noch bei Details, aber genau das ist der Punkt. Wenn Sie mal beim Papst, den hatte ich ja schon gerade erwähnt, im Daunenmantel, wenn Sie mal auf die Hände achten, dann sehen Sie, dass die KI das nicht so genau darstellen kann. Und das, was dort visuell deutlich wird, das gibt es natürlich in Texten auch. Also das heißt, auch in den Texten gibt es gewisse Unschärfen bis hin zu sogenannten Halluzinationen. Natürlich halluziniert die KI nicht genau so, wie das Menschen können. Aber die Informatikerinnen und Informatiker nennen entsprechend Halluzinationen das, wenn KI irgendwas sich zusammenspinnt, was mehr oder weniger nichts so besonders mit der Realität zu tun hat. Heißt also, wenn wir es mit einem solchen Gegner zu tun haben, eben mit der künstlichen Intelligenz, die mal etwas Sinnvolles zusammenstellt oder mal etwas weniger Sinnvolles, etwas Fragwürdiges, dann ist es doch irgendwie schwierig, von unseren eigenen menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu sprechen. Also inwiefern ist es überhaupt noch von meinen Fertigkeiten und Fähigkeiten abhängig, was mir die KI liefert? Wenn sie mir beispielsweise eine Antwort auf eine Frage liefert, bei der ich die Antwort nicht kenne. Bei der ich die Antwort kenne, ist es natürlich klar. Dann kann ich sagen, ist es richtig oder ist nicht richtig. Aber wenn ich die Antwort nicht kenne, dann muss ich erstmal glauben, was mir diese KI präsentiert. Und da ist es die Frage, inwiefern sind KI-Kompetenzen überhaupt noch von mir abhängig? Also inwiefern habe ich es überhaupt als Mensch im Griff? Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten bräuchte ich, um eine KI richtig einschätzen zu können? Und im Wesentlichen wäre das dann, wenn Sie mich fragen, wissenschaftliche Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das heißt also, wir müssen alle denken wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forscherinnen und Forscher. Also wenn wir beispielsweise ein Ergebnis, eine Antwort von einer künstlichen Intelligenz oder einen Text von einer textgenerierenden KI erhalten, wäre die einzig wahre KI-Kompetenz die, dass ich mit wissenschaftlichen Methoden prüfe, ob diese Antwort, die ich dort bekommen habe, valide ist, richtig ist oder eben nicht. Vielleicht eine Halluzination. Das wäre die wahre KI-Kompetenz, wenn Sie mich fragen. Und ob man das als KI-Kompetenz, oder anders gesagt, wenn man KI-Kompetenz fordert, ob dann nicht viele ein anderes Verständnis haben, was denn KI-Kompetenzen sein sollten, als schlicht und ergreifend etwas wie Medienbildung, nämlich die Fähigkeit, die Kompetenz, ein Medium, etwas mir Dargebotenes, kritisch zu hinterfragen. Oder eben Kompetenzen, wie sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, einen Sachverhalt, etwas Dargebotenes, auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Ich glaube, das brauchen wir. Und bin mir nicht sicher, ob man das als KI-Kompetenz bezeichnen sollte.